Hey, hier, immer noch da, ja? Immer noch nicht gelangweilt von meiner Monotonie, Radfahren und das Erzählen, was heute vorgefallen ist oder gestern oder vorgestern. Ja, aktueller Stand, es ist 21 Uhr. Ich bin immer noch nicht in Holland, weil es heute, ich glaube, Osterdorf oder Osterhausen. Osterhausen. Hat es auf jeden Fall 1, 2, 3. So, ich bin Osterhausen reingefahren. Das war auf dem Hügel. Habe in der Ferne gesehen, wie dunkle Wolken aufziehen. Und der Erfahrung gemäß, die ich immer sagen habe, dachte ich mir, okay, in Kürze wird es regnen. Gut, bin also in Osterhausen. Glaube ich zumindest, dass das so heißt. Ich schreibe es nochmal in die Kommentare oder als Subtitel oder irgendwie so. Habe ich mich untergestellt. Keine 10 Minuten später hat es angefangen mit Regen. Ja. Dann war der Plan zu warten, bis es ein bisschen nachlässt, weil es waren wirklich übelste Tropfen. Also man kann sagen, hagelgroß, hagelkorngroß. So richtig schöner Platzregen. Auf jeden Fall war der Plan, zu warten, bis es nachlässt und dann weiterzufahren. Auf jeden Fall stand ich da am Aldi und da kam so ein Mann mit seinen zwei kleinen Kindern aus dem Aldi raus. Und wo die hin wollten, stand ich natürlich, weil die Kleine und die Große hatten jeweils einen Roller und ein Fahrrad. Und das wollten die. Dann habe ich das einfach vorgebracht und dann kurz mit denen geschwätzt, so wie ich halt bin. Da habe ich mit dem Vater geschwätzt. Dem Vater geknetscht, geredet, gequatscht, whatever. Und der heißt halt Sven. Na, auf jeden Fall nur so ein bisschen kurz Smalltalk geführt. Erst nach Hause. 10 Minuten, 15 Minuten später. Ich muss mal die Hand wechseln, ey. 10 Minuten später ungefähr oder 15 Minuten später kommt er wieder und kommt zu mir und sagt: Ja, wie sieht's eigentlich aus? Hast du Hunger? Ich sag: Ja. An sich schon. Naja, brauchst du auch noch einen Schlafplatz? Habe ich erstmal grob ja gesagt, aber Hunger ist jetzt mal vorwiegend. Naja, kein Problem. Pass auf, ich wohne 2 Minuten von dir entfernt. Hol's mir einfach. Ja, okay, kein Problem. Dann bin ich zu dem gefahren, hat er mich zum Essen eingeladen, hat gesagt, dass ich noch bei ihm duschen kann, was ich natürlich gemacht habe, was richtig geil war. Er ist seit Donnerstagabend nicht duschen gewesen. Ich fühle mich wie neu. Na, auf jeden Fall Armbrot gegessen, mit seinen kleinen Mädels hier noch ein bisschen rumgespielt. Die waren natürlich komplett neugierig und wollten alles wissen. Und ja, der gute Sven mit seiner Frau haben mir ein bisschen Obdach gegeben. Und da war ich dann bis kurz nach 20 Uhr und bin dann los. Hab mich dann selbstverständlich auch bedankt. Und was ich ihm nicht gesagt habe, was ich aber machen werde, ich werde ihm ein kleines Care-Package, also ein Dankeschön-Paket, zusenden. Weil ich finde, das gehört sich einfach. Es kam aus freien Stücken, richtig cooler Dude halt. Und vermutlich werde ich auf meiner Rücktour von Amsterdam da nochmal vorbeifahren. Vielleicht denke ich, was die holländische Schokolade oder sowas. Ich weiß nicht, was denn, außer Kiffen, was ist denn in Holland noch so? So bekannt, was man sagen kann. Für die Kinder vielleicht noch was Geiles. Würdest du schon was finden? Ja, seid erstmal auf dem neuesten Stand. Ich werde jetzt bis, keine Ahnung, bis Holland durchfahren. Definitiv, da kommt nichts, da kommt mal was wolle. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch richtig bin. Also Frieden werde ich definitiv erreichen. Das ist kurz vor der holländischen Grenze. Und dann kommt noch mal ein Mini in Holland, kurz vor, weiß nicht, 20 oder 30 Kilometer vor Amsterdam. Und ja, Plan ist es schon, bis dahin zu kommen, weil ich habe jetzt noch 170, die offen sind. Ja, keine Ahnung. Ich werde mich durchballern. Ich will morgen so früh wie möglich los, so wenig wie möglich fahren, damit ich schön ausgeruht und gut gelaunt bei dem Event machen kann. Ich weiß es nicht. Das ist ein
Plan ist auf jeden Fall, wenn ich noch so lange ballern, bis es gar nicht mehr geht. Also bis entweder der Magen sagt, ich habe Hunger, oder die Knochen sagen, Alter, zittern, ist unser neues Hobby. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall voll motiviert, habe gute Laune und ich habe auch gerade eine gute Pace, also ich bin bei 21,4. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich war jetzt ja nur an ganz, ganz wenigen Stellen, war ich unter 18 km/h. Jetzt in den Städten natürlich oder Ampel, aber ansonsten tipptopp. So, ich muss jetzt erstmal weiter gucken wegen der Navigation. Nicht, dass ich mich verfahre und dann wieder irgendwo hinfahre, um wieder zurückzufahren. Bis dann.